Pearl TV, meine Damen und Herren, beschäftigt sich natürlich auch mit Problemen, die Sie vielleicht zu Hause haben. Das kennen Sie vielleicht genau wie ich. Ja, das verbindet uns ja auch und wir lösen diese Probleme. Heute haben wir wieder einen Problemlöser, der wenig Geld kostet. Man kann auch einen größeren Aufwand treiben, aber der ja sogar noch Nostalgie, meine Damen und Herren, bewahrt. Ich meine damit Folgendes. Ich habe zu Hause zum Beispiel eine Stereoanlage, so eine HiFi-Anlage. Die habe ich mal vor 30 Jahren gekauft, aber ich will sie auch nicht wegtun, weil ich hänge einfach. Dran. Da ist nichts dran, die läuft, aber sie könnte modernisiert werden. Sie könnte also angepasst werden an die neue Technologie. Und genau sowas haben wir heute hier. Und der Kai erklärt Ihnen, wie das Ganze funktioniert. Denn der Mann läuft ja immer durchs Lager und sieht so viele Produkte, dass er manchmal gar nicht weiß, was er heute mitbringen soll. Aber er hat mal wieder an die Probleme der Leute gedacht und an Problemlösungen, die wir hier natürlich haben. Genau so ist es. Liebe Zuschauer, das, was Walter gerade angesprochen hat, diese ganze Thematik, alte Technik mit neuer Technik zu kombinieren, fängt heute, und das wissen Sie ganz genau, wenn Sie letztendlich auch so eine ältere Anlage zu Hause haben, die einen sogenannten AUX-Inneneingang hat. Diesen klassischen Cinch-Eingang mit dem kleinen roten und mit dem weißen kleinen Eingang hinten drin, wo ich so zwei Kabel reinstecke und damit normalerweise früher CD-Spieler oder andere Quellengeräte wie Kassetten, Rekorder, all diese Dinge mit dem Verstärker verbunden habe. So. Jetzt renne ich ja viel durch die Gegend und gucke, was denn draußen so passiert. Und ich bin auch des Öfteren mal in etwas größeren Unterhaltungselektronikketten, um es mal so auszudrücken, und stehe da immer wieder vor und denke mir, mein Gott nochmal, es wird wirklich an die älteren Leute nicht mehr gedacht heutzutage. Die, die Nostalgie gut finden, die ihre alten klassischen HiFi-Stereoanlagen, da kann ich Walter sehr gut verstehen, dass er seine alte Anlage noch behält, weil die klingen meistens um Längen besser als das, was sie heute auf dem Markt kaufen können, und wenn dann zu Unsummen und zu weit schlechterer Verarbeitung, als es früher der Fall war. Ja, so. Vor allen Dingen, das verbindet einen ja auch mit alten Erinnerungen, ganz die man genau hat. So ist, ne? Es eben. Schönen Erlebnissen, ja, die aus dieser HiFi-Anlage rauskamen. Ja. Und nochmal, wenn nichts dran ist, warum weg? Man warum kriegt ja nichts mehr dafür. Ne? Definitiv. Also es ist ja heute auch so, der Trend geht ja letztendlich wieder zurück. Es war jahrelang diese ganze Thematik Heimkino. Und der Hubschrauber musste durchs Wohnzimmer fliegen, hat man nicht gesehen. Viele der Leute haben aber gemerkt, dass zum Beispiel Musik hören heute auf eine Heimkinoanlage weit schlechter funktioniert als mit einer klassischen HiFi-Anlage. So, weil wir es haben nur zwei Ohren und früher war alles in Stereo abgemixt. Also insofern ist ein Großteil sicherlich auch der CD- und Plattensammlung, die Sie zu Hause haben, eben noch klassisch Stereo aufgenommen. So, wo wollen wir rauf? Oder wo wollen wir raus vom Thema her? Ich komme jetzt mal zu den Fernsehern, liebe Zuschauer. Ich gehe davon aus, dass 99,999999% unserer Kunden als Hauptfernseher heute einen Flachbildschirm an der Wand hängen haben. Ja, Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir heute mal die Möglichkeit suchen, wenn wir sagen, der Ton von den Fernsehern ist ganz schön mager, ich möchte den gern aber über meine klassische Stereoanlage laufen lassen. Dann haben wir, und der Walter hat es jetzt schon in der Hand, so ein kleines Kästchen, was uns einen wahnsinnigen großen Aufwand erspart. Es ist nämlich so, viele der Fernseher heutzutage haben nur noch sogenannte digitale Audioausgänge. Und unsere klassischen HiFi-Anlagen haben klassische analoge Eingänge. Also brauche ich irgendwo einen kleinen Digital-auf-Analog-Konverter, damit ich dementsprechend meine Fernseher, meine digitalen Quellengeräte, die ich heute habe, das kann auch ein PC sein, das kann ein alter Minidisc-Spieler sein, all diese Dinge, die nur noch einen digitalen Audioausgang haben, kann ich letztendlich mit diesem kleinen Gerät ohne Probleme mit unserer klassischen Anlage verbinden. Und ich kann jetzt sagen, ich habe rumgeguckt, wenn Sie normalerweise im Fachmarkt so ein Ding kaufen, 99 bis Preisspanne nach oben, völlig egal. Die einfachsten kosten 99 Euro. Wir bieten das hier zu einem Wahnsinnspreis an. Es funktioniert perfekt. Es kann bis 96 Kilohertz dementsprechend die Signale wandeln. Das heißt, Sie sind auf dem aktuellen Stand der Technik. Und Sie schalten ein ganz kleines digitales Kästchen vor, um zum Beispiel wirklich Ihren Fernseher in die klassische Heim-HiFi-Anlage integrieren zu müssen. Dann müssen Sie nicht irgendein Surround-System kaufen, was nicht klingt, sondern Sie können über Ihre klassische HiFi-Anlage, und das ist das Tolle an unserem kleinen Kasten, das, was digital aus dem Fernseher rauskommt, normalerweise mit unserer klassischen HiFi-Anlage nicht mehr zu verbinden wäre, ganz einfach verbinden. Und für den Preis ist das sensationell. Es klingt sehr gut, die Tonqualität ist hervorragend und wir haben eben den Vorteil, viele Fernsehhersteller geben entweder nur noch einen Lichtleiter als digitalen Ausgang mit zu oder sie sagen eben einen sogenannten SPDF, das ist dieses digitale Koax-Kabel, was drin ist. Koax, genau. Wir haben jetzt aber ich wusste jahrelang überhaupt nicht, was AUX ist. Also, das Tolle ist, dass wir hier von der Größe des Gerätes, und Sie können gerne mal vergleichen, den Riesenvorteil haben, dass wir beide Parteien anschließen können, nämlich den digitalen Koax. Muss man umdrehen. Wie auch den, ja, das ist jetzt erstmal wichtig, dass man, stimmt,
Ja, die Zuschauer sollen es ja auch lesen können. Ja. Wir haben unseren Toslink, das heißt unseren digitalen Lichtleitereingang, und wir haben unseren koaxialen. Natürlich haben wir hier auch noch unseren Powerlämpchen, damit der läuft, weil wir brauchen natürlich ein Netzteil für den kleinen Kollegen. Das ist natürlich inklusive, das kriegen Sie mit. Und der Vorteil ist jetzt wirklich hier, dass ich auf der anderen Seite meinen analogen Ausgang habe. Und da sind wir wieder bei dem altbewährten, was Sie kennen, das Cinch-Kabel mit Rot und Weiß. Und das schließe ich an einen freien Eingang an meinem alten Receiver, an meinem alten Verstärker, an meiner alten HiFi-Anlage. Es gibt ja auch viele Kompaktanlagen heute, weil die Trends gehen ja auch auf immer schmalere, kleinere, kompakte Anlagen. Ja. Und da geht es dann eben auch perfekt, wenn Sie einen sogenannten AUX-In-Eingang haben, einen klassischen Cinch-Eingang, und schalten unseren kleinen Zwerg hier davor. Dann können Sie von jedem Fernseher der Welt, der heute nur noch digitale Daten ausgibt, perfekt auf Ihrer klassischen HiFi-Anlage. Und das zu wirklich einem sensationell kleinen Preis. Also retten Sie Ihre alte HiFi-Anlage, oder wir retten sie für Sie für ein kleines Geld, meine Damen und Herren. Wir haben ein Beispiel hier mitgebracht. Das ist jetzt keine 20, 30 Jahre alt, aber immerhin hat schon, ich sag mal, so ein Jahrzehnt bestimmt auf dem Buckel. Locker, ne? Ja. Und wenn wir das Ganze mal umdrehen, dann sehen wir ja hier diese Anschlüsse. Da könnte man jetzt mit modernen Sachen überhaupt nicht mehr arbeiten. Ganz genau, weil er hat keine digitalen Eingänge. Das bedeutet, dieser Receiver, den wir hier haben, also ein Verstärker mit Radio integriert, der hat keine digital-analog-Wandle. Das bedeutet, da stehen sie dann ganz schön auf dem Schlauch. Und deswegen sagen sie dann, jetzt haben wir zum Beispiel noch den LD, also Laserdisc. Das muss man sich überlegen, das gab es in den 80er, 90er Jahren auch mal. Kennen Sie sicherlich noch, liebe Zuschauer, das waren diese platten, großen Laserdiscs. Da gab es dann spezielle Spieler dafür, heute übrigens Kult. Und das ist ein sogenannter Cinch-Eingang. Und daneben ist auch noch der CD-Eingang. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Sie mit Ihrem digitalen Medium in unseren kleinen Digital-Analog-Wandler reingehen und dann mit dem Cinch-Kabel in Ihren Verstärker rein, dann haben Sie eben den Vorteil, dass Sie alle digitalen neuen Medien verwenden können. Sie könnten auch, wenn Sie einen vernünftigen Media Player und Konverterprogramm zu Hause haben, zum Beispiel den hier vom Plattenspieler, letztendlich auch mit den digitalen Medien in analoge Medien wandeln. Das bedeutet, Sie könnten zum Beispiel alte Sachen, die Sie haben, auch letztendlich auf Ihrer Festplatte speichern. Das ist auch eine sehr tolle Sache, weil ich, wie gesagt, mit digitalen Eingängen das digitale Medium analog wieder wandeln kann und dann auch auf meiner Festplatte zum Beispiel im PC ja auch speichern kann. Ja, also sehr universell, normalerweise Preisklassen ab 100 Euro aufwärts für vernünftige. Wir haben hier ein Vollaluminiumgehäuse. Ich kann auch mal, man kann das auch richtig schön hören, das ist richtig Metall. Ganz klein und kompakt, viele andere Geräte sind Handteller groß teilweise schon, haben nicht viel drin, außer heißer Luft und dem Gleichen, was wir haben. Wir sind klanglich hier sehr, sehr gut. Und der Vorteil ist eben, Sie kriegen das inklusive des Netzkabels und Sie kriegen das eben inklusive zwei Cinch-Kabel. Und man das kann sofort loslegen? Sofort, ja. Das Ding kommt in die Steckdose, hat sofort Strom, dann verbinde ich einfach meinen Digitalausgang letztendlich mit meinem Cinch-Ausgang und Eingang besser gesagt, und schon habe ich mit dem kleinen Zwerg hier alle digitalen Medien, die neu sind, auf meiner also klassischen Blu-ray, alten, DVD, alles was vom Tonausgang her kommt, Media dementsprechend Player wandelt der, genau. Und dann habe ich eben meinen Sound klassisch über meine schönen alten Stereo-Lautsprecher, und ich persönlich kann Ihnen sagen, Stereo ist immer noch das beste Medium, um Musik zu hören. Wenn Sie heute eine Heimkinoanlage haben, die ungefähr das musikalisch machen soll oder klingen soll wie eine klassische HiFi-Anlage, können Sie ungefähr die Kosten Ihrer HiFi-Anlage mal 5 mal 7 rechnen oder sagen wir mal 4, 4,5, weil normalerweise so Stereoanlage hat 2 Lautsprecher und eine Heimkinoanlage heute 5, 7, 9, 11, je nachdem, was Sie für eine Ausstattung haben. Und da müssen Sie so unheimlich viel Geld ausgeben, um wirklich gut Musik hören zu können. Und mit unserem kleinen Freund hier ist das so einfach, die ganzen digitalen Medien, und ich sehe es eben speziell bei den Fernsehern, das ist toll, weil heute da keine analogen Ausgänge mehr verbaut werden. Der Grund ist folgender. Diese Platinchen hier mit diesem Cinch-Eingang, die nehmen heute dadurch, dass die Fernseher immer flacher werden, zu viel Größe ein. Ja. Deswegen werden die einfach weggelassen. Ja. Weil Leute sagen, nö, das will man schön das neue Zeug kaufen, das alte Zeug sollen sie wegwerfen, so Konsumgesellschaft. Und hier bieten wir ihnen eben die Lösung, dass sie eben an ihren alten Sachen festhalten können. Und das finde ich total klasse. Jawohl, also alles erneuern, auch die alte Anlage retten, meine Damen und Herren. Dann eben störungsfrei und rauschfrei auch Filme zu sehen oder Musik zu hören, das können Sie mit unserem kleinen Gerät machen. Und dieses Gerät bringt wirklich Freude, weil es ja nicht viel kostet. Und wenn Sie gedacht haben, ich muss mir jetzt wieder eine neue Anlage kaufen, haben Sie jede Menge Geld gespart und Sie behalten dann doch die alte. Genau. Ja. Und vor allem ist das schön auch, es gibt ja einige gute Sender noch, Gott sei Dank, öffentlich-rechtliche, die zum Beispiel Freitagabend zum Beispiel ab 22 Uhr bis morgens um 6 sensationelle Konzerte machen. Ich habe da jetzt neulich mal Billy Joel nachts gesehen, dann also alles aus meiner Zeit, typisch Mode. Und da ist dann oder eben George Michael. Der George Michael. Der Michael Schorsch. Genau, der Michael Schorsch. Oder Genesis. Genau, der Genesis auch noch. Also Tatsache ist, dass ich eben den Vorteil habe, wenn ich mal wirklich richtig mit Genuss
Musiksendungen sehen will, dann habe ich eben den Riesenvorteil, es kommen zum Beispiel Dokumentationen, wo eben ganz tolle Musik hinten als Hintergrund läuft, haben Sie eben den Vorteil, dass Sie dann über Ihre klassische Stereoanlage das hören können. Weil, das wissen Sie auch, die Erfahrung haben Sie alle gemacht zu Hause am Fernseher, die neuen Flachbildfernseher klingen nicht mehr. Da ist kein Platz mehr drin für Lautsprecher. Wenn man überlegt, die früheren großen Fernseher, die hatten noch richtig Dampf und Sound. Aber das kann ich alles für ein extrem kleines Geld jetzt eben umgehen. Mhm. Kauf mir diesen kleinen Helfer hier und habe letztendlich alle digitalen Medien klassisch auf meiner HiFi-Anlage. Und ich glaube, da helfen wir Ihnen ein Riesenstück weiter. Und wenn ich so durchs Sortiment wackele und suche und mache bei uns, dann finde ich eben gerade diese kleinen Helfer, die so extrem günstig sind, bei uns absolut perfekt als Hilfe an Sie, damit Sie sich wirklich eine ganze Menge Geld sparen. Ja, ich habe mich sowieso schon geärgert, dass ich ältere Dinge schon entsorgt habe, die ich hätte behalten sollen, weil es gibt immer wieder eine Lösung. Und Pearl TV ist ja nun bekannt dafür, dass wir günstige Lösungen haben, die trotzdem, ich sag mal, technisch einwandfrei funktionieren. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Ja. Und man ärgert sich kein Loch im Bauch. Ne? Ja. Sollten Sie mit dem Gerät dann Erfahrungen sammeln, dann würden wir Sie natürlich bitten, dass Sie uns netterweise auch wieder das Okay geben, dass wir recht haben. Das freut uns nämlich immer sehr. Und dafür würden wir Sie bitten, dass Sie uns einfach mal eine Mail schicken an redaktion@pearl.tv. Da wissen Sie, dass Sie uns erreichen können. Und dann sagen Sie uns doch einfach mal, wie viel Geld Sie durch den kleinen Helfer hier gespart haben und wie viel Spaß das macht über die alte HiFi-Anlage, über Ihre Mikro- oder Kompaktanlage, endlich mal wieder auch vernünftig Fernsehen mit einbinden zu können, all diese Sachen zu machen und sagen zu können, wow, mit dem kleinen Ding, da hat mir Pearl TV richtig geholfen. Sollten Sie also auf dem Dachboden oder im Keller etwas gelagert haben mit einem Tuch drüber und sagen, das kann ich eh nicht mehr gebrauchen, vielleicht vererbe ich es mal den Enkeln, wieder rausholen, es wird wieder alles wie neu. Das ist ja das Schöne bei der Sache und bitte werfen Sie nichts mehr weg. Gehen Sie jetzt ans Telefon und bestellen sich diese Problemlösung von Pearl TV. Bestellen ohne Risiko. Heiße Preise und beste Qualität. Das ist Pearl TV. Die ganze Welt des Teleshoppings. Einkaufen macht Spaß. Rufen Sie jetzt an 0180 51 51 3 mal die 2.